So, schönen Vormittag, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webinar. Unser heutiges Thema ist die Nutzungsänderung von Immobilien. Neben mir sehen Sie meine Partnerin Birgit Kramel. Birgit, ich glaube, du musst was sagen. Sehen Sie noch nicht, weil unser Bildschirm hüpft, je nachdem wer spricht. Guten Tag. Mein Name ist Peter Oberlechner. Frau Dr. Kramel ist, so wie ich, Partnerin im Immobilienbereich von Wolf Theiss und ist spezialisiert auf öffentliches Bauwirtschaftsrecht, hat auch in einem relevanten Thema unserer heutigen Präsentation, nämlich im Raumplanungsrecht, dissertiert. Ja, was wir heute auf den Immobilienmärkten sehen und erleben, sind einige sozusagen tektonische Änderungen und Bewegungen, die teils durch die Covid-Krise ausgelöst oder aber durch sie beschleunigt wurden und die teils ihre Ursachen schon in Entwicklungen vor der Covid-Krise gehabt haben. Wir sehen interessante Bewegungen in verschiedenen Asset-Klassen. Was problematisch wurde für viele Investoren, auch Entwickler natürlich, sind Retails, das sind zweifelsohne Hotels. Was mit Fragezeichen versehen ist, in vielen Zusammenhängen sind Office-Immobilien aufgrund des Trends zum Homeoffice und aufgrund von anderen, ich würde sagen, auch anderen Nutzungsgewohnheiten von Office-Immobilien. Hier spielen sich auch Konsolidierungen ab. Und was dagegen boomt und floriert, sind Entwicklungen im Wohnungsbereich und im Logistikbereich. Darüber wird viel geschrieben, wird viel berichtet. Und wenn wir sozusagen andere Länder anschauen, insbesondere Entwicklungen, die wir da in den USA sehen, was Retail betrifft, was Office betrifft, sind Entwicklungen teils noch viel dramatischer als bei uns. Es ist damit zu rechnen, dass sich hier wohl einiges noch weiter fortsetzen wird, was da schon in Bewegung ist. Aber ja, die Prognosen hier weichen auch ab und die Auguren haben hier verschiedenste Vorstellungen von der Zukunft. Du hast mir erzählt, Birgit, von einer interessanten Studie, die CBRE, genau, was den Hotelbereich genau angestellt hat. Und zwar scheint es so zu sein, dass bei Hotel Developments in Wien bis im Jahr 2023 die Hälfte der Developments umgewidmet werden sollen in Residential. Und das fand ich doch recht interessant und spannend, dass sich da doch einiges tut und so rasche es zu solchen Umwidmungen kommt. Weil es ja doch auch viele gibt, die doch sagen, ja, Hotels mag jetzt in der Krise zwar, sind sie zu, beziehungsweise gibt es Betretungsverbote, aber es wird bald wieder so sein wie früher. Offensichtlich scheinen einige das nicht so zu denken und satteln lieber auf Residential um. Ja, und nun gibt es, wie Sie sehen und wie wir wissen, verschiedene Strategien, mit dem Wandel fertig zu werden. Eine davon, das ist sicher die bequemste, das ist mal einfach abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren. In gewisser Weise hoffen wir das alle, was unsere Lebensgewohnheiten betrifft. Und ja, da gibt es Erwartungshaltungen, die besagen, früher oder später wird es wieder so sein wie früher. Allerdings ist, glaube ich, festzustellen, dass derartige Prognosen sich halt immer weiter in die Zukunft bewegen und dass der Erwartungshorizont diesbezüglich doch ein immer skeptischerer wird. Eine andere mögliche Strategie ist, diesen Änderungen aktiv zu begegnen und sich zu überlegen, was sie konkret bedeuten für die Immobilien, die man nun entweder im Portfolio hält oder die man zu entwickeln gedenkt oder die es vielleicht umzunutzen gilt. Hier stellt sich zunehmend die Frage von Nutzungsänderungen von bestehenden Immobilien. Das ist auch belegt durch verschiedene Studien,
die hier angestellt werden durch Marktteilnehmer, wo abgefragt wurde, wie weit wer was in Zukunft beabsichtigt zu machen. Und ein klarer Trend, der hier abzusehen ist für eine Reihe von Immobilientypen, ist die, dass Nutzungsänderungen in Aussicht genommen werden und teils auch konkret geplant werden. Was das sozusagen weiter befeuert, diesen Trend zur Nutzungsänderung, ist die zunehmende Knappheit an Bauland. Das sehen wir alle. Das ist insbesondere in kleinen Märkten wie unserem Land Österreich ganz klar absehbar. Steigende Baukosten. Also all das macht es attraktiver als in der Vergangenheit, sich zu überlegen, was macht man mit Bestandsimmobilien? Hat man für die, wenn sie in die Jahre gekommen sind, wenn die derzeitige Verwendung nicht mehr so interessant ist wie früher, auch eine andere Verwendung und kann dieses Repurposing von Immobilien allenfalls greifen? Und ich denke, hier spielt ja auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Nachhaltigkeit war schon vor Covid ein Thema und ist es jetzt nach wie vor und noch immer und wird es noch stärker sein. Insofern macht es auch hier Sinn, eben wenn Gebäude gebaut werden, solche zu haben, die man allenfalls besser umwidmen kann, nämlich auch auf technisch. Oft ist es ja technisch gar nicht so leicht möglich, eine Umwidmung zu machen. Und ich finde, das ist immer sehr schön. Wir sitzen hier am Ring zu sehen, diese schönen Gründerzeithäuser, was die im Grunde eigentlich schon alles durchgemacht haben. Wir sitzen auch hier in einem wunderschönen alten Gebäude, das mal ein Wohngebäude war. Das waren Wohnungen. Jetzt ist ein teils Bürogebäude. Vis-à-vis haben wir auch früher Wohngebäude, Büros, jetzt ein Hotel. Also da sieht man, diese alten Gebäude sind sehr eigentlich nachhaltig und gut wandelbar. Und ich glaube, das wird auch jetzt wieder viel mehr eine Rolle spielen. Ja, also wir bei Wolf Theiss haben festgestellt, das Thema ist international bedeutsam, trifft nicht naturgemäß nicht nur uns in Österreich. Und wir haben uns daher in allen Ländern und Jurisdiktionen, in denen wir Büros haben und Immobilienexperten haben, damit beschäftigt und bereiten das in einer Reihe von Webinaren auf, von denen das heute das erste ist. Die finden nun im Wochentakt statt, da gehen wir verschiedene Länder durch. Und wir machen heute mit Österreich den Anfang. Unser Anspruch dabei ist, das ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, nicht der, ein virtuelles Privatissimum abzuhalten für Leute mit Spezialwissen im öffentlichen Recht, sondern der, das Thema aus der Vogelperspektive praxisnah und hoffentlich allgemein verständlich zu behandeln. Wir stehen natürlich für weitergehende Fachfragen für Sie jederzeit zur Verfügung. Ja, wir haben uns als Einstieg zwei kleine Fragen für Sie, die da sozusagen am Computerbildschirm teilnehmen, überlegt, die ein bisschen abklopfen sollen, wie relevant in Ihrer Wahrnehmung dieses Thema eigentlich ist. Birgit, magst du da mal vielleicht kurz abfragen? Ja, ich glaube, die Fragen werden jetzt zugeschaltet. Und zwar, für welche Immobilientypen glauben Sie oder sehen Sie für die Zukunft den größten Bedarf, neue, andere zusätzliche Verwendungen zu finden? Retail, Hotel, Büro, Logistik oder Wohnen? Ja, mal sehen sozusagen, ob das, was Sie da meinen, konsistent ist mit dem, was andere Studien auch gezeigt haben. Bekommen wir. Ja, die meisten gehen eigentlich davon aus, dass Retail gefolgt vom Büro und dann Hotels. Mhm. Ja, das ist interessant. Sie sind sozusagen im Trend der Meinungen, was Retail betrifft. Allerdings ist es so, dass sozusagen andere Befragungen zeigen, dass also auch bei Hotels viele Probleme gesehen werden.
weniger jetzt unbedingt die klassischen Freizeithotels am Land sozusagen, sondern eher die Businesshotels in der Stadt, von denen es ja eine zunehmende Zahl gegeben hat, auch an Entwicklungen, Transaktionen etc., gerade in den letzten Jahren, weil also hier die Befürchtung die ist, dass es doch lange Zeit dauern wird, bis frühere Zahlen von Touristen und Geschäftsreisenden wieder dort sind, wenn überhaupt, wo sie waren. Wir haben noch eine zweite Frage vorbereitet, genau, die in die Richtung geht, wie weit Sie sozusagen selber durch dieses Thema tangiert sind. Genau, und zwar ist Ihr Unternehmen gerade mit Fragen der Umnutzung, Nutzungsänderung von Immobilien beschäftigt? Wobei, weil du immer sagst Hotels, also ich glaube, du bist da weitaus pessimistischer als ich es bin, wenn man die Bilder sieht aus UK, wo es alles wieder offen hatte, die Leute rennen in Scharen raus und ich glaube, sobald es wieder möglich ist, werden die Leute auch wieder reisen. Ja, die Frage ist, wann das genau der Fall sein wird und wie leicht oder schwer es dann geht und ob die ganzen Konferenzen, Kongresse etc., Geschäftsmeetings dann auch wieder so anlaufen wie bisher. Früher oder später. Ja, gut, also da gehen unsere subjektiven Erwartungshaltungen, wie Sie hören, auch ein bisschen auseinander. Ja, also 13 haben geantwortet, ja, ihr Unternehmen ist gerade mit Umwidmungen beschäftigt, 9 mit Nein, 18 haben nicht geantwortet. Ja, gut, also das ist interessant. Ich glaube, es zeigt einfach, da tut sich etwas und das Thema ist von Relevanz, was uns natürlich offenbar freut. Ja, nun vielleicht der Einstieg ins österreichische Recht und in die österreichischen Spezifika zu diesem Thema. Beginnend einmal mit der sozusagen sehr simplen Frage, wie frei denn eigentlich der Eigentümer einer Immobilie ist oder eines Hauses oder eines Objekts ist, die Nutzung zu bestimmen. In welchem freien Rechtsrahmen oder in welchem Korsett bewegt er sich dabei? Ja, also grundsätzlich ist es so, sollte man ja eigentlich meinen, Freiheit des Eigentums. Ich kann eigentlich mit meinem Grundstück und meiner Liegenschaft machen, was ich möchte. Eben nicht nur im Rahmen der Gesetze. Und im konkreten Fall ist es vor allem der Flächenwidmungsplan, der hier mich einschränken wird, in dem, wie ich meine Liegenschaft nutzen kann. Vielleicht für Österreich, wir haben 9 verschiedene Raumordnungsgesetze, beziehungsweise in Wien ist es eben in der Bauordnung mitgeregelt, die Raumordnung. Die Raumordnung ist Ländersache. Die Länder legen meistens machen Raumverträglichkeitsprüfungen und legen Raumplanung fest für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wo halt konkret geregelt, also wo es einen Katalog quasi gibt an Kriterien, wie die Flächen gewidmet werden sollen oder unter welchen Kriterien welche Flächen wie gewidmet werden können. Die Widmung selber, Flächenwidmung, ist nämlich Gemeindesache. Das ist Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich, erlässt diese Flächenwidmungspläne und meistens wird dann auch noch ein Bebauungsplan erlassen. Im Bebauungsplan steht dann ganz konkret, also im Flächenwidmungsplan ist geregelt, ist das Bauland, ist das Grünland, wenn Bauland, ist es für Wohngebiet, Betriebsgebiet, Industriegebiet, EKZ, also Einkaufszentren. Und im Bebauungsplan wird dann konkreter geregelt, wie hoch darf ich bauen, wie viel darf bebaut werden auf dem Grundstück, ist es eine geschlossene Bauweise oder ist eine offene Bauweise gestattet etc. Bei diesen Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen handelt es sich um Verordnungen. Das heißt, das ist kein Bescheid, der erlassen wird, sondern es ist eine Verordnung. Eine Verordnung ist eine Art materielles Gesetz, gilt also auch für alle und nicht nur für denjenigen, gegen den es erlassen wurde. Und im Rahmen, je nachdem, was eben die Flächenwidmung und Bebauungsplan sagen, je nachdem wird halt dann auch die Baubewilligung erteilt. Also
Baubewilligung kann nur erteilt werden, wenn sich mein Bauprojekt im Rahmen des Flächen- und Bebauungsplans halten. Also insofern, wie frei bin ich? So frei, wie es halt also nach den Bestimmungen Flächenwidmung und Bestimmungen im Bebauungsplan und in weiterer Folge wird dann eben um eine Baubewilligung angesucht und das Projekt, das ich halt dann konkret einreiche, das bewilligt wird, das darf ich dann bauen. Sobald ich Änderungen vorhabe, muss ich sie je nachdem entweder anzeigen oder auch wieder bewilligen lassen. Ja, ich glaube, das wird Sie vermutlich wenig überrascht haben. Das ist mal sozusagen die grundsätzliche Landkarte, auf der wir uns bewegen, wenn eben gebaut wird, wenn einmal die ursprüngliche Nutzung von Liegenschaften festgelegt wird. Die spannendere Frage für den Zusammenhang jetzt unseres Webinars heute ist wahrscheinlich dann die, wenn einmal sozusagen hier diese Einordnung stattgefunden hat und klar ist, welche Immobilie wo sozusagen stehen kann und wenn das auch der Fall ist, kann die bestehende Nutzung, kann sie grundsätzlich geändert werden oder ist man dann sozusagen auf die Bestandsdauer des Gebäudes eigentlich darauf einzementiert, das Gebäude auch so zu nutzen, wie es ursprünglich beabsichtigt war? Ich glaube, das ist auch schon mal eine technische Frage, wie einzementiert ich bin. Rechtlich ist es so, Baubewilligung wird man sich anschauen müssen, die Raumnutzung. Da werde ich möglicherweise eingeschränkt sein und sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt Wohnungen habe, selbst wenn ich in einer Wohnung oft Änderungen vornehme, muss ich es dann zumindest anzeigen. Möchte ich das umwidmen, werde ich das auch im Rahmen der Baubewilligung ansuchen müssen, um die Räume umwidmen zu können. Ein weiterer Schritt wird natürlich sein, wenn ich ein Einkaufszentrum habe und ich möchte daraus jetzt plötzlich Wohnungen bauen, wird man sich auch die Flächenwidmung anschauen müssen, ob das überhaupt zulässig ist. Und in einigen oder in vielen Fällen wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich einfach nicht einfach nur die Baubewilligung ändern lassen muss, sondern möglicherweise mich hier auch um eine andere Flächenwidmung kümmern muss. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja an sich keinen Rechtsanspruch auf eine Umwidmung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bei einem Flächenwidmungsplan handelt es sich um eine Verordnung. Das heißt, das ist ein Prozess, das ist die Gemeinde, die das erlässt. Ich kann das zwar anregen und kann zur Gemeinde gehen und sagen, bitte widmet mir das um, habe aber keinen Rechtsanspruch darauf. Und das Ganze ist ein längeres Verfahren, weil das involviert nicht nur die Gemeinde, sondern letztendlich dann auch das Land, das als Aufsichtsbehörde sich immer anschaut, ob die Flächenwidmungspläne eben auch dem Raumordnungsgesetz und den konkreten Raumordnungsvorschriften des Landes entspricht. Ich glaube, im Prinzip ist ja der Punkt auch schon beantwortet. Gibt es hier Einzelfallprüfung für derartige Dinge oder bewegen wir uns hier auch vor dem Hintergrund von Normen? Ich glaube, das ist eigentlich durch die vorangehende Antwort eigentlich schon beantwortet. Ja, wobei ich glaube, man auch darauf hin, also was man halt auch immer berücksichtigen muss, wenn man Umwidmungen vornehmen möchte, ist, man hat möglicherweise eine Baubewilligung, die doch schon älter ist. Und alles, was ich jetzt angreife, sage ich einmal, führt doch dazu, dass ich jetzt wesentlich strengere Bestimmungen habe, eben auch durch die OEB-Richtlinien und Ö-Normen, die strenger geworden sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich durch so eine Umwidmung plötzlich zu einem viel größeren Umbau gezwungen werde, als ich ursprünglich angedacht habe, einfach weil möglicherweise sich Brandschutzthemen etc. wesentlich geändert haben zu der Baubewilligung, die ich ursprünglich hatte für mein Gebäude. Und dann eben die neuen Standards maßgeblich dafür sind, nicht auch für altes Objekt, also alt unter Anführungszeichen, dafür möglicherweise auch nur relativ kleine Änderungen vornehmen zu wollen. Genau. Wie weit
das ist sozusagen, wie weit lassen unsere Normen Planungssicherheit zu? Wie weit ist es möglich, sich aufgrund dessen, dass man sich sozusagen mit dem Regelwerk beschäftigt, zu überlegen, ein bestimmtes Thema wird lösbar sein oder eigentlich nicht und man lässt von vornherein lieber die Finger davon? Ich glaube, gerade wenn es darum geht, eine Flächenwidmung anzuregen, ist die sicher, also gibt es natürlich gewisse Kriterien, die vorliegen und die auch vorgegeben sind vom Land, aber letztendlich ist, das liegt die Änderung des Flächenwidmungsplans immer im Ermessen der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde hat hier einen Ermessensspielraum und dieser Spielraum endet dort mit dem juristisches auszudrücken, dem Legalitätsprinzip. Das heißt, dort, wo es strikt gegen das Raumordnungsgesetz widerspreche oder eben gegen die konkreten Richtlinien, die vorgegeben sind. Insofern ist man da immer sehr angewiesen auf die Gesprächsbasis mit der Gemeinde. Und so wird es ja auch meistens gemacht, dass man sich halt zusammensetzt und versucht, hier eine Lösung herbeizuführen. Aber wie gesagt, hier gibt es keinen Rechtsanspruch. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn ich der Flächenwidmungsplan widerspreche Gesetzen oder beeinträchtigt mich in meinen verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten, dann könnte ich den anfechten beim Verfassungsgerichtshof. Also es ist nicht eben etwas schwieriger als bei einem Bescheid, der halt ausgestellt wird und dann habe ich meinen Instanzenzug. Das ist eben beim Flächenwidmungsplan nicht der Fall. Man hat ja schon begriffen, der Gesetzgeber, schon vor, das war der erste städtebauliche Vertrag, glaube ich, war in Salzburg, das war ja dieser bekannte Fall damals 1999 vom Verfassungsgerichtshof, als zum ersten Mal eben so ein Vertrag ausgehandelt wurde. Da hat man ja schon begriffen, gut, Flächenwidmung ist zwar etwas sehr Verwaltungsrechtliches und natürlich ein Gesetz. Andererseits gibt es dieses Bedürfnis der Projektentwickler bzw. der Grundeigentümer, hier ihr Eigentum eigentlich nutzen zu können und attraktiv nutzen zu können und hat eben diesen städtebaulichen Vertrag eingeführt, wo man mit der Gemeinde eben einen Vertrag eingeht. Die Gemeinde möchte sich ja auch absichern, also einerseits gibt ja Baulandmobilisierung kann ein Thema sein, Investitionskosten können ein Thema sein etc., wo die Gemeinde einfach auch ein Interesse hat, wenn ich eine gewisse Fläche umwidme und jemand quasi einen Gefallen tun, möchte ich etwas im Gegenzug haben oder mich halt absichern. Damals konkret ging es um Umwidmung von Grünland in Bauland, weil eine Umwidmung von Grünland im Bauland bedeutet ja logischerweise auch immer einen extremen Wertgewinn für den Eigentümer. Aber was hat die Gemeinde davon? Möglicherweise eine weitere Zersiedelung etc. Das möchte sie nicht haben. Und insofern hat man damals versucht, mit diesen städtebaulichen Verträgen das einzufangen und zu sagen, gut, wird umgewidmet, aber muss dann aber auch tatsächlich so und so bebaut werden binnen einer gewissen Zeit. Und diese städtebaulichen Verträge haben Eingang gefunden jetzt in alle Raumordnungsgesetze, in Wien eben in die Bauordnung und sind ja auch Usus für große Projekte geworden. Wir sehen allerdings auch, dass das Ganze schon noch sehr politisch besetzt ist, insbesondere wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Heumark-Projekt anschaut. Es gibt da, die Rechtssicherheit fehlt halt, weil die Gemeinde in so einem Vertrag nicht zusichern darf, dass es zu einer Umwidmung kommt, weil das wäre wieder verfassungswidrig. Also das Ganze ist so eine Gratwanderung zwischen privatrechtlicher Verwaltung und Hoheitsverwaltung, die hier passiert. Aber die Rechtssicherheit sehe ich da auch noch nicht ganz gegeben, weil wenn man sich diese Verträge anschaut, die sind ja meistens doch recht vage gehalten. Ja, ich denke mir, wir kommen dann am Schluss noch auf ein paar rechtspolitische Themen vielleicht zu sprechen, vielleicht aber vorab schon gesagt, was städtebauliche Verträge betrifft. Es ist natürlich halt so, also natürlich nicht wirklich, aber es ist bei uns so, dass aufgrund der Zersplitterung unseres Raumordnungsrechts eben in 9 einzelne Landesgesetze wir hier auch zu diesem Thema in Wirklichkeit 9 verschiedene Zugänge haben. In
den Rechtsordnungen der Bundesländer. Das erschwert, würde ich sagen, schon das Thema Zugang zum Recht, Planungssicherheit für jemanden, der jetzt nicht nur in einem Bundesland sozusagen überlegt, Dinge in die Wege zu bringen, sondern in mehreren. Ich glaube nicht nur, dass du 9 Länder hast, sondern du hast es ja auch noch mit x Gemeinden zu tun, die das ja auch alle möglicherweise ein bisschen anders sehen und anders handhaben. Ja, also da bin ich persönlich der Meinung, ist vielleicht der deutsche Zugang zu bevorzugen, wo es eine bundeseinheitliche Regelung für das Thema gibt. Ja, wir halten das gerne sehr österreichisch, würde ich sagen. Müssten wir die Verfassung aber auch ändern. Das ist wohl richtig. Ja, hat Pros und Cons im Einzelfall. Ich glaube, aus der Sicht übergeordneter rechtlicher Interessen ist es nicht absolut wünschenswert, dieser partikulare und fraktionalisierte Zugang. Ist auch für internationale Investoren immer sehr schwierig zu verstehen, dass es in einem Land wie Österreich 9 verschiedene Bauordnungen gibt und jeder ihre Eigenheiten hat. Ja. Und die Schwächen des Systems, glaube ich, zeigen sich auch in, wie du erwähnt hast, in dem Bundesland, in dem es wahrscheinlich am meisten gemacht wurde, Wien. Gerade dann ein Beispiel wie das Projekt am Heumarkt zeigt natürlich auch die rechtlichen Schwächen des Konzepts und die Fragilität. Also da wäre vermutlich eine gesetzliche Regelung für derartige Verträge eigentlich eine klarere, die mehr Planungssicherheit bringt auf der einen Seite dessen, der vorhat, einen Vertrag abzuschließen, derartigen aber auch auf der Seite der öffentlichen Hand wahrscheinlich dann auch weniger das Risiko mit sich bringt, dass man dann sozusagen halt einfach im Kakao steht, damit mit dem Verdacht, jemandem etwas zuliebe gemacht zu haben und eben, ja, ich will nicht sagen korrupt gehandelt zu haben, aber doch bedenklich gehandelt zu haben. Ich glaube, das hätte sozusagen Vorteile für alle Beteiligten. Ja, städtebauliche Verträge sozusagen sind ein bisschen ein Ventil. So sehe ich es, um dem Problem zu begegnen, dass man eben, was Umwidmung betrifft, keine subjektiven Rechte hat. Und es ist darum in der Praxis dieser Verträge auch so, dass der den Vertrag abschließt, natürlich zuerst unterschreiben muss, dessen Unterschrift muss am Tisch liegen bei der Gemeinde, bevor die Gemeinde den Vertrag abschließen kann und darf. Es darf nicht anders sein. Also die Gemeinde, die darf nicht dazu vertraglich verhalten werden, eine bestimmte Umwidmung vorzunehmen. Das muss ein hoheitlicher Akt bleiben. Vielleicht noch spezifischer jetzt beleuchtet, welche Änderungen konkret angestrebt werden. Gibt es da welche, die leichter sind, die schwieriger sind, also Umnutzungen, Umwidmungen? Fährt der Zug in eine Richtung schneller oder einfacher als in die andere? Gibt es Dinge, die leichter durchsetzbar sind und leichter machbar sind als andere? Wie sieht das unter österreichischem Recht aus? Ich glaube, das haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Ich glaube, wesentlich am einfachsten ist es wohl zum Beispiel ein Hotelgebäude in Wohnungen, in einem Wohngebiet. Das wird wohl am einfachsten sein. Oder auch eben, so wie hier, wohne im Büro oder wieder umgekehrt. Das wird noch am einfachsten zu bewerkstelligen sein, nämlich einfach mit Änderung der Baubewilligung. Schwieriger wird es schon, wenn ich in einem Wohngebiet zum Beispiel ein Hotel machen möchte oder Büros oder Geschäfte. Da gibt es wesentlich mehr Einschränkungen und da werde ich ohne Änderung des Flächenwidmungsplans wahrscheinlich gar nicht durchkommen und in Wien ganz schwierig. In diesem Zusammenhang, was ich auch ganz interessant finde, ist, was wir in den letzten Jahren ja viel gesehen haben,
dazu braucht es in Österreich zumindest noch keiner Bewilligung, ist die Änderung auch von Wohnungen in Serviced Apartments bzw. Airbnb-Wohnungen. Und da gibt es in Frankreich eine Bestimmung, dass bei Gemeinden von über 200.000 Menschen diese Wohnungen, also eine Wohnung nur dann genutzt werden darf für Kurzzeitaufhältige, wenn die Wohnung auch umgewidmet wird. Und warum komme ich zu diesem Punkt? Weil dieses Gesetz, dieses französische, vom Europäischen Gerichtshof gelandet ist. Und ich fand das sehr interessant, dass eigentlich solche Themen wie eben Bauordnung mittlerweile eben auch schon vor EuGH landen. Hier wurde eingewendet von den, ich weiß gar nicht, ob es Airbnb-Betreiber, aber auf jeden Fall diese Kurzzeitvermietungsbetreiber wurde eingewendet. Naja, Moment, das ist ja diskriminierend, weil Binnenmarkt vorgibt, also ich darf nicht machen mit meinem Eigentum, was ich möchte, und es diskriminiert eben auch Ausländer. Und da hat der EuGH gesagt, naja, nein, da so eine Regelung, eben wenn es um Wohnnutzung geht und eben Wohnnot, da darf der nationale Gesetzgeber natürlich solche Bestimmungen treffen. Und das haben wir auch, also in Österreich gibt es das konkret so noch nicht, aber in Wien ist ja auch vorgesehen, dass es gewisse Wohngebiete gibt, wo ich eben keine Kurzzeitvermietung anstellen darf. Also auch da sind wir eigentlich auch schon sehr limitiert in dem, was man machen darf und soll, einfach aus Gegebenheiten, weil die Gemeinde sagt, es gibt zu wenig Wohnungen, und die Wohnungen, die es gibt in bestimmten Gebieten, dürfen halt dann halt nicht kurzfristig vermietet werden, sondern sollen eben am Wohnungsmarkt für die Wohnung tatsächlich Wohnungssuchenden vorhanden sein. Also das wäre eben auch so eine schwierigere Umwidmung. Und wo es, glaube ich, ganz schwierig wird, wäre zum Beispiel jetzt eben, es gibt ja in Österreich wahnsinnig viele Fachmarktzentren. Ich könnte mir vorstellen, dass die einige von denen mittel- oder mittelfristig vielleicht doch auch umgewidmet werden sollen, weil die Nutzungsmöglichkeiten doch jetzt andere sind. Ich glaube, was es immer mehr auch gibt im Moment ist, oder was ich, diese Fachmarktzentren zum Beispiel in Gesundheitszentren oder so umzuwidmen, denke, so etwas wäre eher möglich, auch mit Flächenwidmungsänderungen möglicherweise, aber eher möglich, als dass ich auf einen Kreisverkehr jetzt einen Wohnungskomplex hinstelle. Wobei das Thema, das sind ja meistens Flachbauten, ja, die Einkaufszentren nicht, wobei ein anderer Strang, und das ist, glaube ich, konkret Lidl, die das in Deutschland meines Wissens aktiv betreiben, sich anzuschauen, wie weit können die aufgestockt werden, diese Flachbauten, und wie weit kann da Wohnraum geschaffen werden, was sozusagen im Sinne einer erwünschten Verdichtung von Bauweisen auch sehr wünschenswert ist und was durchaus auch sozusagen für uns wahrscheinlich kreativen Gestaltungsraum in die Zukunft eröffnen würde. Aber das sind eben Themen, wo sich das zeigt, ja, dazu müsste eine Umwidmung stattfinden. Auf Basis vorhandener Widmungen wird das eigentlich nicht möglich sein, so vorzugehen. Und was ich nur gesehen habe, ist, dass ganz kreativ ist, dass man dann halt in solchen Fachmarktzentren Dienstwohnungen mal vorsieht. Ja, ja, da gibt es dann Workarounds, die eigentlich zeigen, dass das, sagen wir mal, das Marktinteresse nicht immer zugleich das regulatorische Interesse ist und dass man da sich so behelfen muss. Was natürlich, glaube ich, schon ein bisschen ein Schlaglicht drauf wirft, gerade in Zeiten, glaube ich, wo große Dynamik ist und wo Änderungen sich auch anbahnen in dem Umfang, in dem sie sich bei uns anbahnen, dass möglicherweise am gegenwärtigen Instrument
wie Flächenwidmungen festgelegt werden, wie starr das Korsett ist. Einiges an Denkarbeit und an Verbesserungsarbeit, an Nachjustierungsarbeit schon möglich wäre. Und wie gesagt, das Phänomen der städtebaulichen Verträge beleuchtet das ja, dass da einfach Bedarf besteht nach einer gewissen Flexibilisierung. Verfahrensrechtliches. Welche Verfahrensschritte sind einzuhalten? Sind die für alle Arten der geplanten, geänderten Nutzung unterschiedlich? Sind sie einheitlich für alle Nutzungsänderungen? Ich glaube, einzelne Aspekte haben wir schon beleuchtet im Zug dessen, was wir zuvor diskutiert hatten. Ja, genau. Also Verfahrensschritte ist eigentlich im Grunde ähnlich wie bei jedem Projektdevelopment. Der erste Verfahrensschritt wird immer sein, ich schaue mir mal den Flächenwidmungsplan an, passt er nicht. Wenn nicht, dann werde ich anregen und zur Gemeinde pendeln. Und möglicherweise auch das Land mit ins Boot holen, je nachdem, wie groß das Projekt ist, weil bei größeren Projekten hat das Land dann meistens schon noch mehr ein Auge drauf als auf kleinere Projekte, das jetzt nicht so im Fokus steht. Bebauungsplan detto, werde ich schauen, passt das? Passt mein Projekt, das ich bauen möchte, mit dem Bebauungsplan überein? Klar ist natürlich auch und verständlich ist, warum ich keinen Anspruch, also für mich zumindest keinen Anspruch habe auf so einen Flächenwidmungsplan. Es wird ja nicht das eine Grundstück umgewidmet, sondern Flächenwidmungsplan, Bebauungspläne haben ja immer eine holistische Sicht auf die, oder sollten eine holistische Sicht auf Dinge haben. Und insbesondere beim Bebauungsplan ist es ja meistens auch so, dass ich ein einheitliches Ortsbild haben möchte und nicht der Nachbar 30 Meter höher bauen darf als der andere. Also das würde ja auch zu, also schon vom Ortsbild her jetzt mal seltsam wirken. Das muss ja alles in Betracht gezogen werden. Und das andere Verfahren, also Baubewilligung ist Bürgermeister, oft auch schon vorgesehen, dass es die Bezirkshauptmannschaft macht. Und je nachdem, was für ein Projekt ich habe, brauche ich möglicherweise auch eine Betriebsanlagengenehmigung. Und da ist es auch meistens so, dass die Bauverfahren und Betriebsanlagenverfahren dann schon gemeinsam abgehandelt werden, was die Sache für alle Beteiligten eigentlich schneller und einfacher macht. Und da muss man sich halt noch anschauen, brauche ich möglicherweise vorgelagert Feststellungsverfahren nach UVP-Gesetz, wasserrechtliche Genehmigungen. Ja. Ja, noch zu der Zeitspanne, sozusagen diese Umnutzungen zu erreichen. Was ist dazu zu sagen? Ja, ich glaube, Flächenwidmungsplan muss man schon rechnen zwischen 6 Monaten und einem Jahr. Bebauungsplan wird wahrscheinlich etwas rascher gehen, zwischen 3 und 6 Monaten, wenn habe ich schon erlebt. Bauverfahren, je nachdem, aber ich würde auch sagen, zwischen 3 und 6 Monaten circa Baubewilligung. Wenn eine Anzeige, brauche ich nur anzeigen, dann geht es schneller, aber hängt wirklich auch immer von den Behörden ab, wobei da gibt es ja jetzt auch schon Schritte hin zur Digitalisierung, dass man jetzt auch die Baupläne einreichen kann, digitalisiert, in der Wiener Bauordnung jetzt dann vorgesehen. Also auch da tut sich ja doch einiges, dass das Ganze rascher abgehandelt wird. Und es gibt ja auch Organisationen, Vereine, die sich dafür einsetzen, dass diese ganzen Verfahren schneller ablaufen sollen, weil das einfach klar, ganz klar mit Kosten behaftet ist. Umso länger so ein Verfahren dauert, da geht es um Finanzierungen, die dahinter stehen, und oft bekomme ich Finanzierungen gar nicht, wenn ich die Baubewilligung noch nicht habe. Also da ist ja, da ist sicher noch viel Nachbesserungsbedarf, und das ist, glaube ich, aus der Praxis einfach festzustellen, dass also seit dem Auftreten der Covid-Krise die Covid-Krise als Argument für vieles herhalten muss, was
langsamer geht als in der Vergangenheit, auch von einfachen Vorspracheterminen oder Gesprächsterminen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder mit Homeoffice und braucht man das Office noch? Ich glaube, gerade bei Behörden sind wir alle froh, wenn es eine Behörde gibt, zu der ich hinpilgern kann und wo jemand sitzt, weil da gibt es ja auch wahnsinnig viele Probleme mit Erreichbarkeit der Behörden, wenn die im Homeoffice sitzen und natürlich auch die technischen Möglichkeiten, wie schnell die Sachen ausdrucken können, Bescheide anfertigen etc. von zu Hause. Also insofern ist, ein Thema. Ist das ein Thema. Auch die zwar verwaltungsverfahrensrechtlich vorgesehene Möglichkeit, was also die Dauer von Baubewilligungsverfahren betrifft, auch teilweise einfachen Verfahren, die von dir genannte Frist, da gibt es dann zwar, wenn es länger geht, die, sagen wir, nicht theoretische, sondern durchaus gegebene Möglichkeit, einen Devolutionsantrag zu stellen. Aber das macht heißt, ja keiner. Aber in der Praxis wird das nie gemacht. Das Nein. ist eigentlich totes Recht, weil man sich erwartet, dann geht es noch viel länger. Insofern nimmt sozusagen der österreichische Rechtsunterworfene die Leiden eines möglicherweise langen Verfahrens. Und die Behörden wissen auf das sich. Auch. Nützen das eigentlich ein bisschen aus. Ja. Ja. Also da ist, glaube ich, viel Möglichkeit und viel Luft nach oben gegeben und im Sinne eigentlich auch eines, sagen wir mal, des Wegs aus der Krise und, glaube ich, unseres in gewisser Weise ja nötigen Wiederaufbaus unserer Wirtschaft. Da, glaube ich, wäre ganz konkreter Verbesserungsbedarf durchaus gegeben. Ja, was haben wir noch nicht beleuchtet? Gibt es noch weitere Punkte, die bei Umnutzungen zu beachten sind? Was sollten Parteien, die an Änderungen bestehender Kategorisierung interessiert sind, sonst noch wissen? Gibt es eigentlich ganz viele Kriterien, je nachdem, was geplant oder gebaut ist. Also im Konkreten habe ich jetzt zum Beispiel eine Änderung, soll aus einem Bauplatz, aus einem ja, Parkplatz, sollen Geschäftsflächen entstehen. Und da habe ich konkret das Thema, einerseits eben, falle ich unter das OVP-Gesetz, wenn ich so etwas mache? Wie sieht das die Raumordnung vor? Raumordnungen sind sehr streng geworden, aber auch nach Ländern sehr verschieden. Am strengsten ist hier Salzburg mit Einkaufszentren, ob neu errichtet werden dürfen oder nicht und unter welchen Voraussetzungen. Und dann habe ich in manchen Bundesländern eben auch Stellplatzregularien, also im konkreten Fall Wegfall von Parkplätzen und dafür stelle ich ein Einkaufszentrum hin. Brauche ich aber wieder Stellplätze für dieses EKZ? Also da gibt es ganz viele Dinge, die da mit zu berücksichtigen sind. Aber wirklich kommt wirklich ganz darauf an, welches Projekt ich wo, wie plane. Dass man, die man einfach, am besten man macht sich da wirklich, was habe ich vor? Und dann schaut man sich die ganzen Regularien an und macht sich eine Liste und die wird dann durchgegangen, zusammen am besten gleich mit den Architekten und Technikern, weil die muss man sowieso immer ins Boot holen, um zu wissen, was geht und was nicht. Die spielen da eigentlich eine viel größere Rolle als wir Juristen. Also ich denke mir, Thema Stellplatzverpflichtung, auch natürlich bei der Konvertierung von, sei es nun Hotelräumen oder auch von leerstehenden Geschäftsräumlichkeiten im Erdgeschossbereich, dort wo das möglich ist, muss man sagen, nicht, wenn es gemischtes Gebiet ist, dann braucht man ja 3,5 Meter bis zur Unterkante, da geht es nicht immer so leicht bis zur Unterkante der Wohnräume, aber das ist ein finanzieller Faktor, oft der zu bedenken ist bei der Schaffung, also Konvertierung von vorhandenen Flächen in Wohnräume, weil das ja doch derzeit bei einer Reihe von Hotels, glaube ich, konkret angedacht ist, die beispielsweise in Serviced Apartments zu verwandeln, was eine naheliegende Nutzung wäre. Und ja, das ist noch so ein
denke ich mir, in Wien jedenfalls sicher ein wichtiges Spezifikum, das zu beachten ist. Ja, wir haben da und dort so ein bisschen angeschnitten, sozusagen den größeren Tellerrand, die Rechtspolitik, und so ein paar Themen gehighlightet. Ich meine, Schlaglichter dessen, wir haben sie auch im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen kontroversiell diskutiert, ist die Frage, die Parteistellung im Flächenwidmungsverfahren vom Antragsrecht zur sozusagen untertänischen Möglichkeit, da nur Anregungen zu machen, bis hin zur Möglichkeit, Rechtsmittel zu ergreifen, und zwar andere, allenfalls auch die erst dann nur mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Das geht in der Regel meistens schief. Da gibt es also keine sehr hohe Treffersicherheit. Bis hin zu dem Thema eben diese städtebaulichen Verträge und deren sozusagen besserer Determinierung. Ich glaube, in dem Bereich, also so sehe ich es persönlich jedenfalls, gibt es eigentlich für den bzw. die Gesetzgeber bei uns Nachbesserungsbedarf. Allenfalls die Frage auch sozusagen, Verfahrensdauern war schon erwähnt, die Normierung von temporären Widmungen. Das ist auch ein in Deutschland viel diskutiertes Thema derzeit. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen, dass man hier gewisse Flexibilisierungen und Erleichterungen schafft, weil ansonsten bei sozusagen, ja, die sind einfach förderlich, würde ich mal sagen, dem Investitions- und dem Wirtschaftsstandort und auch den Interessen derer, die gerne möglichst rasch dafür sorgen würden, da und dort Leerstände zu beseitigen, sinnvolle Nachnutzungen von als nicht mehr marktfähig betrachteten Immobilien zu ermöglichen. Aber all das ist natürlich auch mit verfassungsrechtlichen Problemen verbunden. Das ist richtig. Aber ich glaube, gerade im Sinne der Nachhaltigkeit und so, und das hat sich ja der Gesetzgeber und auch der EU-Gesetzgeber und die Kommission auf ihre Fahnen geheftet, wäre es natürlich schon sehr sinnvoll, hier mal durchzugehen und sich zu überlegen, wo sind eben so temporäre Widmungen, wo ginge das eigentlich sehr leicht und sehr schnell und so etwas auch gesetzlich zu ermöglichen. Also ich glaube, das wäre schon etwas, was man dem Gesetzgeber nahelegen, den Gesetzgebern bei uns nahelegen sollte, um hier einfach aus der wirtschaftlichen Krise, die es derzeit gibt, raus einmal zu rascheren Handlungsmöglichkeiten zu führen, aber auch aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, weil ich glaube, da wäre schon viel zu machen. Und wenn es leichter ginge, Umwidmungen zu machen, hätten wir möglicherweise auch nicht so viel das Thema der weiteren Baulandmobilisierung. Ja. Und verfassungsrechtlich ist es wahrscheinlich in einigen Fällen ein Thema, aber ich denke mir, nichts ist unüberwindbar. Ja, insofern hoffen wir, dass heute vielleicht auch der oder die eine oder andere zugehört hat, die darauf Einfluss nehmen kann. Wir sind sehr gut in unserem Zeitplan. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich weiß nicht, Birgit, hat es Fragen gegeben aus unserem Chat? Nein, noch keine. Ja, also wir wollen Sie jetzt nicht dazu sozusagen nötigen, da noch irgendwelche Fragen sich einfallen lassen zu müssen, wenn Sie bisher keine hatten. Wir stehen natürlich auch nachher sehr gern für Ihre Fragen allgemeiner Art, aber natürlich auch wesentlich spezifischer Art zur Verfügung. Bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und Zusehen. Und wir haben nächste Woche, same time, same place, glaube ich, dieselben Themen für Polen auf unserem Radar. Das wird nicht alle von Ihnen interessieren. Möglicherweise den oder die eine andere
die dort auch mit ähnlichen Themen konfrontiert sind und in weiterer Folge dann auch noch in einem Zeitplan, den es bei uns ohne dies auf der Homepage zu sehen gibt, die anderen wesentlichen, für Immobilienentwicklungen wesentlichen Jurisdiktionen, in denen die Kanzlei Wolfteis tätig ist. Für heute bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen noch einen guten Tag und viel Erfolg bei Ihren allfälligen Umnutzungsvorhaben. Danke auch meinerseits. Wiedersehen.